Eigentlich, komm. Wir bleiben ja auch nicht lange drin. Hey! Hey! Ja! Ist das hier? Jetzt zur Quest würde ich jetzt eigentlich noch nicht hin. Das möchte ich so noch nicht machen. Stimmt etwas an? Oh, wie cool! Verlassen das Landhaus. Bin ich mal gespannt. Jemand zu Hause? Das ist keine natürliche Stille. Es ist fast, als würde ein Fluch über allem liegen. Ernie und Ymir. Ernies Tagebuch. Wo die beiden wohl stecken? König Harald mag keine Gedichte. Es verlangt ihm nur nach dem aufgeplusterten Geschleime niederer, mitgeschwängerter Skalden. Er kann mich aus seinem Haus verbannen, doch wird er meine Saga vom König Harald den Ungerechten nicht verklingen lassen. Man wird sie noch hören, lange nachdem sein Knochenstaub die Erde genährt hat. Doch zuerst müssen wir jagen, Ymir und ich. Und des Nachts, wenn unsere Bäuche voll sind, werden die Verse wie Honig fließen. Ymir wurde getötet. Nein, das ist, wir hatten eins. Oh, das ist wieder die Sache. Wo sind zwei? Gibt's was zu lesen? Schlüssel. Moment. Gehen wir mal hier hinten hin. Ich habe da so meine Zweifel. Hier gibt es was über ihn mir zu lesen. Hm?
Auf welche Zeichen? Oh mein Gott! Mit unsicherer Hand beschrieben der Zettel. Das erste Tor führt nach Trutheim, wo Thors Donner bis Ragnarök erklingt. Das zweite Tor führt zu Frejas Volklang, der Ort für die Guten der Schlachtenmüde. Das dritte Tor führt nach Glatzheim, wo der Allvater seine Bluttrinker willkommen heißt. Alles klar. Tor. Und viele Fahrten tat, was in fremder Brust sich hegt, sofern Besonnenheit er sich bewahrt. Okay, damit ist das Geheimnis von Ymir immer noch nicht gelöst worden. Ja gut, Problem ist nur, dass, ja, wir müssen mal gucken. Ich werde da nicht schlau draus. Sieh mal nach, Sünen. Ah, hier liegt auch nichts anderes sonst, ne? Na, wollen wir es mal lesen. Önis Tagebuch 4. Die Wölfe, die hier mir holten, sind nun auch meinetwegen gekommen. Verluste Köter. Verlauste Köter. Ne, Moment. Nochmal mit Betonung. Önis Tagebuch 4. Die Wölfe, die hier mir holten, sind nun auch meinetwegen gekommen. Verlauste Köter.
Sie haben meinen Fallen überwunden. Ich höre sie an der Tür. Ich erinnere mich nicht, wann ich zuletzt aß, doch der Blutrausch gibt mir Kraft und bald trinke ich das ihre. Ich werde viele dieser Viecher mit mir nehmen und auf ihrem verzweifelten Geheul nach Valhall reiten. Muss ich Löffel suchen? Oh Mann, was ist denn das für eine Scheiße hier mal mit den Rätseln? Hätte ja klappen können. Hätte ja klappen können. Ja, aber wie machen wir das mit Önies Tagebuch? Moment. Ich melde mich gleich wieder. Alles klar. Das mit den Wölfen soll wohl ein Hinweis gewesen sein. Das muss das Rudel gewesen sein, mit dem Örnir zu kämpfen hatte. Tagebuch 3. Er wollte sie jagen. Örnir, deine schlimmsten Ängste wurden wahr. Aber dein Tod war nicht umsonst. Örnirs Tagebuch 3. Ymir war gestern Nacht weg. Aber nicht um zu fressen. Er verteidigte uns gegen die Dunkelheit, während ich schlief. Ich begrub seine Gebeine im Mondlicht, während seine Mörder ihr grausiges Todeslied heulten. Die Ränke von Haralds Hof sind eine verblassende Erinnerung. Ymir war ein guter Hund und treuer Gefährte. Ich bin allein. Doch Wut brennt mit kalter Flamme. Ja, gibt es auch zwei zu lesen? Gibt es vielleicht auch zwei zu lesen? Ah, vielleicht hier unten Dingens, ne? Schön, dass wir das Rätsel doch noch lösen konnten. Freut mich. Das ist schön. Das ist wirklich schön. So. Und so viel zum Fluch. Dieser Insel ist niemand mehr. Ich sollte wieder gehen. Das sollten wir, aber
Wir kehren erstmal, ja, hier über die Schnellreise zurück. Dann könnten wir da, dort unten die beiden mitnehmen. Werden wahrscheinlich wieder Kohlebaren sein. Ich kann es mir einfach nur so denken. Dann können wir hinten das Rätsel machen. Und ja, ich glaube, mehr oder weniger in dieser Session werden wir hier wirklich nur so ein bisschen Open-World-mäßig durch Norwegen halt ziehen. Ich denke mal, in der nächsten Session wird es dann auch nach England gehen. Nein! Ich dachte gerade. So, dann wollen wir mal Proviant ist voll. Aber ja, es stimmt. Norwegen ist wirklich mystisch irgendwie. Man denkt so, dieses Land, dass die Leute hier an Riesen geglaubt haben und ja, es ist eine sehr raue Gegend. Keine Sorge, Wolf. Du hast gerade zu... Nee, wenn es nicht sein muss, dann hole ich dich auch nicht. Gerade das jetzt hier so, dieser Sonnenuntergang, es ist, oh Leute, ich sag ja, es ist so dieses Skyrim-Feeling. Gleich müsst ihr noch irgendwie noch, was hier wirklich fehlt, ist noch, dass hier so ein Drache hier noch rumfliegt und uns gleich angreift oder Patunax gleich kommt und wie gesagt, mit uns über Dover philosophiert. Das ist, ja. Einfach zu schön. Und man muss auch sagen, so gerade mit den letzten Assassin's Creed-Teilen, ich meine, ich bin mit Bay gerne durchs alte Ägypten geritten. Mit Cassandra haben wir die ganze griechische Ägäis aus Korn genommen und hier jetzt durch die nordische Welt zu reisen, es ist einfach herrlich. Es ist wow. Zeig es mir. Okay. Der Orden der Ältesten. Nein, ey. Dieser Ort wird gut bewacht. Ja, Eva. Das hindert mich nicht daran, wenn es hier was Gutes zu holen gibt, dann... Das! Ah, du
den Rücken. Du hast es so gewollt. Ja! Los, komm, ich mache euch alle fertig. Wer ist hier noch ohne Fahrschein? Ja, wie kommen wir jetzt hier eigentlich mal dran? Okay, gut. Das ist, ja, aber erstmal zunächst in den Endscreen. Und ja, also, wir haben jetzt wieder einmal ein wenig Zeit in der nordischen Welt hat verbracht, haben wieder Berge erklommen, beziehungsweise Juniors Geheimnis gelüftet heute. Alleine zu diesem Torrätsel will ich nichts sagen, weil das war sehr, sehr merkwürdig. Und ja, jetzt sind wir wieder dabei, so eine kleine Höhenfestung, glaube ich, einzunehmen. Es gibt wieder etwas, was wir suchen müssen, aber das altbekannte Problem in Valhalla ist ja, dass du ja wirklich Sachen halt nicht findest oder du musst halt echt stark nachsuchen, bevor du die Sachen alle findest. Was nicht unbedingt immer schön ist oder angenehm ist. Gerade nicht, wenn man sowas streamt oder im Let's Play halt hat. Aber egal. Ich würde sagen, in der nächsten Folge noch einmal Schätze suchen und dann weiter mit der Story. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis deine Antenne. Und ciao mit Au. My mother told me someday I will buy galley with good oars, sail to distant shores, stand up on the prow, noble bark I steer, steady, steady course to the haven, humane foemen, humane foemen. My mother told me someday I will buy galley with good oars, sail to distant shores, stand up on the prow, noble bark I steer, steady, steady course to the haven, humane foemen, humane foemen.